Moinsen, hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Workers and Resources Soviet Republic. Willkommen zu Folge 200. Ja, ein kleines Jubiläum. Ja, ob ich jetzt was Besonderes habe oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. Ich möchte einmal kurz checken, ob hier meine... Ja, das Mikro läuft prima. So, wir beginnen in... Wie heißt das? Switch, wie spricht man das aus? Ich mache mal eben das Overlay an in Switch, so, dann sage ich es mal. So hat sich der Hafen selber getauft. Ich finde diese Bereiche auch ganz gut. Switch, Jawohle und Katzinschat. Und ja, ich habe ein bisschen geplant. Das führe ich wie üblich ein. Ich habe hier alles, was hier Strom angeht, das habe ich alles auf hohe Priorität gesetzt und mit Benachrichtigung. Also auch diesen Hafen und dieses hier. Ne, das ist noch auf mittlere, das geht auch auf hohe. Ja, Strom, alles auf hohe. Was habe ich noch auf hohe? Ja, eigentlich nur das. Hier habe ich wieder mit dem Gelände wiederherstellen schon ein bisschen rumgeaßt. Hier habe ich einen technischen Dienst angeplant. Ja, der, ich glaube, der soll... Ja, Müll, Wasser... Ja, gut, die Brücke zeige ich gleich. Ich habe die ganzen technischen Dienste und die Baubüros, die haben jetzt eine Maximalreichweite von 3500 Meter statt 3000. Die habe ich alle angeglichen. So, ihr könnt hier sehen, dass das Wasser wurde ja bereits geliefert aus Valoka. Und deswegen hier auch die technischen Dienste und deshalb auch die Brücke. Die habe ich jetzt noch nicht ganz angeflossen. Ich will erst warten, bis die Straße hier fertig ist. Da ist schon die Walze drauf. Dann wird die hier angeflossen und dann plane ich auch erst an. Eine Müllabfuhr muss noch hin. Und dann kann das eigentlich auch schon bald losgehen hier. Ja, Strom muss liegen, Wasser wird gebracht, Müllabfuhr gebaut. Was war noch? Ah ja, hier ist nichts weiter. Ja, Devil-Baustau, das ist hier, das ist, das muss, wir können jetzt nichts machen. Ihr seht die Linie, die Liste hier, das ist utopisch schon fast. Das muss fertig werden. Was läuft, ist hier die Kohle. Das gefällt mir. Was war noch? Ah ja, hier, das wollte ich noch zeigen. Strakorow Nordheide. Wenn ich dann hier ein Schiff haben werde, was dann hier Kohle exportiert, ja, der wird auch repariert werden müssen. Und ich wusste noch nicht, wohin mit dem Dock. Das war alles so groß und so riesig. Dann habe ich mich erstmal für dieses Offshore-Dock entschieden. Das habe ich dann hier einfach so angebracht. Und ja, wenn ich so ein Dock habe, dann soll da auch ein Schiff repariert werden können. Deswegen habe ich hier dann eine Werkstatt angebracht. Ja, und damit die bemannt werden kann, hier so ein kleines Dorf. Ganz schlicht. Ich glaube, eine Einkaufsmöglichkeit, ein kleines Heizwerk. Eine Polizei kommt, der wird dann noch hin, auf jeden Fall eine kleine Klinik mit einem Hubschrauber. Kann der noch hier Strakorow unterstützen. Hubschrauber. Klinik. Moment mal. Da wollte ich doch gleich mal gucken, haben wir eine Impfung? Das probiere ich mal eben, das checke ich mal. Nein, hier ist nichts. Ja, dieses Dorf hier, ja, soll dann gebaut werden. Vielleicht macht er dann hier auch Reparatur hier für das Flugzeug. Das sehe ich dann. Aber ich plane das jetzt noch nicht an. Hier hinten habe ich nichts weiter gemacht. Ja, bevor ich jetzt länger zögere, Wecker wird aufgezogen. Und los geht's. Und ja, ich möchte hier noch Waggons kaufen, weil ich möchte nicht, dass die Lok hier wartet, während hier die anderen Dinger weggebracht werden. Wie heißt der nochmal hier? Das ist der mit 90 Tonnen. Da holen wir nochmal 6 Stück von. Können wir uns die leisten? Ja, nein, wahrscheinlich eher nein.
Die kaufe ich jetzt erstmal. In Sowasi war das. Was haben wir an Gebrauchtes da? Jo. Oh, schön. Ja. Nee, ich brauche da jetzt nichts. Ich will jetzt erstmal die Güterwagen holen. Und zwar Güterwaggons. Das waren die für 90 Tonnen. Die hat man auch schnell verwechselt hier, oder? Ne, da ist er doch. Der hier ist nur für Kies. Schaut mal. Oh, da kann man sich vertun hier. So, den hier wollte ich noch sechs, noch sechsmal. Ja. Eins, zwei, drei, sechs. Dann haben wir das. Dann werden wir mal schnell die Lok losschicken. Aber am besten, ich schicke gleich zwei Loks, damit das dann erledigt ist und ich nicht weiter gucken muss. Ich glaube, hier haben wir sogar zwei Loks drin, die das machen können. Genau, die kann auch gleich mitwirken. So, du hast diese Linie in Daugale, in hier, genau. Da lädst du die Dinger. Dann bringst du die hier hin zu dem, da wo leere gesammelt werden. Genau. Dann bringst du das hier hin. Und das Ganze machst du zweimal. Nach dem Leer fährst du nochmal hier hin. Schaut her. Und dann so haben wir es richtig. Und dann wieder ins Depot. Du fährst schon mal los. Ich hatte mich eben erschrocken. Letzte Folge war ja der Sound kurz weg, die letzten 10 Minuten. Hatte dann geleckt. Ich hatte dann geprüft. Hatte nochmal neu gestartet und dann war das gleich wieder verschwunden. So, den habe ich jetzt extra schon mal losgeschickt. Weil der hier ist ja etwas langsamer und der holt dann die anderen beiden. Du machst das Ganze einmal. Danach kommst du auch wieder hier rein und du kannst dann auch los. Dann sollten wir mit der Kohle eigentlich ganz gut bedient sein. Ich warte jetzt sehnsüchtig darauf, dass die hier fertig walzen. Ja, er sagt ja gleich Bescheid. Weil dann kann ich das hier anstöpseln hier und dann wird das hier geplant. Dann können wir mal zwischenzeitlich schauen, was der Gleisbau macht. Da weiß ich jetzt gar nicht Bescheid. Du hast schon, na gut, dass wir hier gucken. Du hast ein was? Das hatten wir doch schon mal hier. Ja, und schon ist das Fragezeichen wieder weg.
pass mal auf. Sind denn beide drin? Du bist doch hier drin. Jetzt wollen wir mal schauen. Die Tunnelbohrmaschine ist doch jetzt gerade fertig. Da könnte ich doch jetzt auch diesen Trick anwenden. Das wird saniert. Jetzt müsste doch sofort eine Lok losfahren. Und da kommt sie auch. Funktioniert. Dann brauchen wir nämlich nicht warten, bis er zurück ist. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass er rechtzeitig da verschwunden ist. Aber das denke ich mal, dass wir das schaffen. Was haben die denn noch Schönes gehabt? Eben habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Die haben zwei Sachen nur. Dann ist das eine wahrscheinlich noch in drüben in Schonen wahrscheinlich. Ja, da sind sie noch zugange hier. Genau. Er baut sich ja hier weiter runter, während Strakorow hier mit der Brücke beschäftigt ist. Da ist, glaube ich, auch schon einer unterwegs. Ja, er bringt nur 30 Stahl. Wo bist du denn, Hase? Ach, du fährst zurück. Ach ja, genau. Ich hätte ja geschaut. Ich hatte ja geschaut. Ja, hier am Wegepunkt, dann wird er wieder drehen. Und diese 142.000, die wollen wir auch nicht wegschmeißen. Die soll er wieder schön mit zurückbringen. Hier wollte ich mal gucken. Also es ist wirklich nicht so, dass wir kein Geld machen. Also ja. Wir hatten doch hier noch einen laufen, genau. Und hier hatten wir noch einiges. Da sind sie auch schon wieder, da kommt jetzt einer dazu. Da habe ich ja mittlerweile alle Hemmung verloren, weil wir können ja 100 Millionen können wir ja aufnehmen. Also da bin ich frei von Schmerzen. Schaut mal, 2 Millionen aufgenommen und gleich schon mal über 300.000. Na gut. Er stand hier letztes Mal auch schon. Jetzt wartet er wahrscheinlich. Genau, er ist ja voll hier. Und er wartet, dass hier ein Fahrzeug hingestellt wird. Das ist doch der hier Linie fährt. Da kommt er gerade und er kommt leer. Gerade ein fertig wahrscheinlich. Ja, er hat einen fertig. Und er fährt hier leer jetzt.
hat 4% Abnutzung. Und der wird bald wieder repariert. Also, oder. Nee, wird er nicht. Er fährt weiter. Warum soll er repariert werden? Weil, ja, prima. Wollen wir ihn drehen lassen? Nee, ich mische mich da nicht ein. Habe ich sonst auch nicht gemacht. Vielleicht wurde das Gebäude gerade saniert. Ich weiß es nicht. Läuft. Ach so, ja, genau. Ja, das Dörfchen hier wird ja angeplant hier mit diesen Bell Tower hier und so ein bisschen querbeet, ein paar Häuschen umzu. Das ist so ein kleiner Hügel hier. Und ich habe, glaube ich, auch, genau, ich habe Wasser und Abwasser habe ich hier angeplant. Ein paar kleine Monumente, eine Bushaltestelle, ein kleines Lebensmittelgeschäft, ein kleines Heizwerk. Ich glaube, eine kleine Polizei und eine kleine Klinik, habe ich ja gesagt, kommen noch hin. Die Bushaltestelle soll dann hier hin. Der wird hier halten. Der kommt dann ja hier durch den Tunnel. Der zieht wieder gleich links ab. Hier rein, hier raus. Und kann er gleich wieder abhauen. Weil ich glaube, ich habe noch einen ganzen Haufen Busse hier rum. Herr- und Frau-Busse, sage ich immer so schön. Kleiner Flachwitz. Ja, dann könnte ich doch die hier verwenden. Entweder vielleicht diese vier oder die grünen hier. Mal schauen. Hier gehen, glaube ich, nur 9 rein. Da könnte ich dann auch noch so eine kleine Dings machen hier. So eine kleine, na, wie nennt sich das? Hier dieses Abflussding hier. Schaue ich gleich nach. Das bist du, genau. Ach, du bist schon der Bagger hier, jawohl. Dann mach Rhodes hier auch mit. Komm. Ihr könnt sowieso beide machen. So, das dürfte jetzt die Straße sein hier. Jawohl, jetzt haben wir ja auch eine Zuwegung direkt zum Müllbereich. Dann können wir jetzt auch die Straße anschließen. Prima. Dann wird jetzt angeplant. Ich habe auch übrigens die ganzen Wege hier fertig angepieselt. Mach du mal auf hohe. Damit das mal fertig wird hier. Genau, und die Kirche habe ich auch noch umrundet. Ja, dann würde ich sagen, dann ist jetzt Anplaneritis. So, was hatten wir jetzt fertig? Das, da schaue ich gleich nach. Wo war ich jetzt eben? Ich wollte eben noch was. Jetzt habe ich es vergessen. Nachher, wenn ich mein Video gucke, dann sehe ich das und dann denke ich mir, oh, Krebs. Ich wollte doch eben irgendwas machen. Wieso ist hier eine Note?
Zack. Und weg ist sie. Ah ja, genau. Er kommt jetzt mit Ziegel und das wird dann fertig. Wenn er mit den Ziegeln abhaut, dann braucht er nochmal Stahl. Aber da werde ich ihn auch nicht reinpfuschen, weil ich habe ja für jedes Produkt nur ein LKW. Das habe ich, weiß nicht, ob ich das damals erklärt habe, als ich das gebaut habe. Ich hatte mal beobachtet, dass sich immer so Reste von irgendeinem Gut, sei es ein paar Bretter oder ein paar Ziegel, die sind auf irgendeinem LKW geblieben und das hat mich dann immer gestört, dann fuhr er nicht los. Deswegen habe ich die einzeln gemacht. Das hat natürlich den Nachteil, dass wenn so wie jetzt, wenn verschärft Ziegel gebraucht werden, dass die anderen pausieren und nur einer unterwegs ist. Ja, die Nacht, die gibt es ein paar Mal, weil ich ja. Jo. Was macht denn der Zweite? Der hat doch bestimmt was zu tun. Ja. Alles klar, also ich brauche den nicht zurückschicken, weil da ist kein weiterer drin, der da jetzt aktiv werden könnte. Worauf fährst du denn los? Ach, du machst den Tunnel fertig hier, sehr schön. Das ist herzhaft, dass wir das fertig haben. Rhodes braucht nicht. Macht es ja auch mal auf hohe hier, damit er hier frei wird. Oh. 59, ja. Ach, ist der Asphalt. Ja, dann sag doch Bescheid. Willst du mit den Platten hin? Ach, das ist, glaube ich, das Heizwerk.
Nee, das Kraftwerk ist das. Oh, das wird auch schon gebaut. Das wird wieder teuer. Ja, warum setze ich die auf hohe? Ich will hier natürlich Einbahnstraßen rein haben. Und ja, ich möchte da keine Baukonflikte haben. Ja, ich weise hier fröhlich weiter die Bauaufträge zu, obwohl ich gar kein, ja, ich habe die Kapazitäten nicht. Aber ich finde, das macht das Spiel auch so knifflig, so schön. Jetzt habe ich mich da so vollgeladen, ganz bewusst. Und ja, und reizt das eben aus, was ich habe. Und schau, wo uns dahin der Wind hinweht. Das wird ja hier für Kohle gut sein. Das wähle ich jetzt schon mal an. Nicht, dass er hier irgendwie nachher der Meinung ist, er muss mir hier Erz reinschütten. Hier liegt schon eine Menge rum, wie ihr seht. Da kommt auch gerade einer. Das ist ja, der die Linie fährt. Komm, die nehmen wir mit, die fahren wir mit einmal. Haben wir genug Geld? Ja, über 1 Million. Die könnten auch schnell weg sein. Jetzt will ich einmal kurz checken hinten, sein Popochen. Ja, schaut mal, das reicht locker. Das reicht locker. Aber gut, er ist ja auch nicht so lange. Er hat ja nicht die 200 Meter wie die anderen. Komm, dann nehmen wir den mit hier. Aber ich will dann die Kamera drehen. Oh, beide große Kräne hier. Krane. Nicht Kräne, Krane. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Irgendwo habe ich das mal mitbekommen, dass es Krane heißt und nicht Kräne. Aber berichtigt mich ruhig, falls ich dort falsch liege. Das ist ein Bild wert hier. Und ja. Noch mal. Oh, da muss ich noch mal ran. Da muss ich noch mal ran. Wenn ich da gleich mit der Fahrt durch bin, dann will ich gleich mal schauen nach Gebrauchtzügen. Ich meine, ich habe da auch einen Triebzug gesehen, weil ich möchte auch dann hier einen Zug fahren lassen oder ein paar Busse. Weil ich muss, bevor ich hier Katrobühl beziehe, da muss gewährleistet sein, dass das Hals wegläuft. Ja, ihr müsstet mich sehen. Ich zeige da gerade mit dem Finger. Habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Ich zeige da mit dem Finger auf dem Bildschirm, aber ihr seht das ja nicht. Ich meine das hier. So, okay. Das hier. Nein, nicht der Kamas. Das. So. Das muss laufen. Da kann ich dann einen Bus hinfahren lassen, den hier aufsteigen oder den Zug, je nachdem. So, was ist jetzt hier fertig? Ein Wegilein. Sehr schön. Busverloker. Wir fahren weiter. Wow.
Mittlerweile gefällt mir das sogar so ein bisschen, dass ich da die zwei Waggons vergessen habe, umzulackieren. So, jetzt einmal, wir brauchen gar nicht ganz rauf. Wir haben ja hier unten das Lager, das ja, ich habe ein paar Videos auf Englisch gemacht und im Englischen sagt man ja Storage. Und ich habe dann auch ein paar Mal aus Versehen Lager gesagt. Und ja, Lager hat dann so eine etwas zweideutige Bedeutung, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte. Ich sehe im Hintergrund die Seilbahn. Ich hatte kürzlich einen Kipper gekauft mit relativ wenig Fassungsvermögen und ich hatte sich schon was angesammelt. Wenn das zu viel wird hier, dann muss ich da einen neuen reinschicken. Weil dieser hier mit seinen paar Tönchen hier, der begeistert mich da gerade nicht. Der begeistert mich ganz und gar nicht. Das werde ich ihn gleich mal ausscheuchen. Da haben wir bessere. Ich weiß gar nicht, warum ich den geholt habe. Pass auf, Hase. Da wirken wir entgegen gleich. Weil das beißt mich nachher und dann. Nee, 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 nee. Komm. Dann nehmen wir keine Gefangenen. Hier, die beiden will ich ja auch noch in so ein Dings reinstecken, in so ein einzelnes Baubüro. Ja. Wir holen uns einen Kipper. Gesamtkapazität. Du sollst es sein. Jetzt habe ich diesen kleinen hier. Ja, gut. Jetzt muss ich warten. Wenn ich jetzt hier sage, auf Depot abbrechen, dann sucht er sofort eine Tanke, weil er kaum Saft hat. Kriegt er hier keinen, dann verhungert er mir. Jetzt muss ich etwas warten, bis er dabei ist. So, ja, dann kann er noch eine Fahrt machen hier. Eine machst du noch. Der Hafen ist angeflossen. Wollen wir schon bauen? Nee, mit dem Hafen warten wir noch. Mit dem Hafen warten wir noch. Da ist noch so viel Krimskrams. Deswegen. Unser Rundfunkgebäude brennt. Oh, da ist auch gleich alles am Start. Alles am Start. Aber ich denke, der Abflug hier ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, Feuer gelöscht und wir machen schon wieder kehrt. Und wir machen schon wieder kehrt.
dürfte wieder ein. Ah, okay, was haben wir denn jetzt fertig hier? Ah, jetzt hier, schaut mal, schaut mal, schaut mal, schaut mal. Das waren die Helikopter ganz alleine. Ja, die haben ja hier alles. Ja, Wahnsinn. Da bleiben ja keine Wünsche offen. Wo bist du jetzt? Du bist schon, was heißt schon, du bist erst hier. Da macht er noch eine Fahrt. Ja, das booten die weg alles. Ja, eigentlich hast du doch grün, also mir war doch so. Ja, unsere erste Stadt. Ich weiß auch, wie ich das hier alles angeplant habe und langes her, langes her. So, du kommst jetzt gerade an. Deswegen kann ich dir jetzt auch sagen, dass du nicht mehr ins Depot brauchst. Und sofort erkennt er die Tankstelle, um dann seinen künftigen Dienst zu tun. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte, was ich vorhin vergessen habe. Hahaha. Geht gleich los. Das sehe ich gar nicht gerne. Da schauen wir gleich nach. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Die Endhaltestelle wollte ich mir gleich nochmal anschauen. Der hat hier alles soweit. Ja, das hat er. Ja, ihr könnt mitmachen hier. Nee, dich wollte ich. Du fährst jetzt los.
So ein dicker Brummer und dann nur hier 9 Tonnen. Naja gut, was soll's. Ups. Geld. Es wird noch lustig werden, wenn ich ein Schiff kaufen muss. Gerade besonders viel Essen da, muss ich sagen. Läuft denn hier alles? Ja, da war ich ein bisschen gutmütig mit den Masten hier. So, er hat seinen Kies abgeladen. Dann können wir ihn auch mal hier reinschicken jetzt und verschwinde von der Linie. So, das zweite Mal nicht eingetroffen. Was haben wir hier für Sorgen? Beide Male in Strakorow. Ich vermute, der Verkehr nimmt zu. Dass die B-1000 dann hier wahrscheinlich öfter an der Ampel stehen müssen. Hier ist schon Strom, jawohl. Das heißt, dann haben wir hier auch Strom. Ne, hier ist noch kein Strom. Hä? Ach so, der hier muss erst fertig. Jetzt, bevor ich es wieder vergesse, wie hieß noch mal das, die Endhaltestelle, Bus-Endhaltestelle. Da hatte ich doch hier eine gebaut, wo das nicht ging, wo das nicht funktioniert hat. Und ja, die würde ich gerne noch mal bauen. So, wo haben wir die Endhaltestellen? Die haben wir doch bei... Bei den Depots war das, glaube ich. Ja, genau. Da sind nur zwei drin. Ne, ich kopiere das Ding hier. Dann mal schauen, wo wir uns das hinstellen. Ich habe ja auch noch keinen Strom liegen, wo ich hier. Ich muss hier auch noch Strom hinlegen, hier hinten. Hier bei dem Dörfchen. Die Endhaltestelle. Die passt doch hier ganz gut rein, schaut mal. Oh, wie rum war das jetzt? Nee, so war nicht richtig. Ja.
Also Vanille, also so nicht spiegeln. Hatte der Strom jetzt? Ja, er hat Strom. So, ihr seid hier durch, dann können wir hier Einbahn festlegen. Das ging hier rein. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht. Und hier ging es raus. Können wir jetzt hier die übrigen Wege anbringen, die ihrerseits auch noch mal dauern. Kleine Fitzelkram hier. Ja, wir lassen Strakorum einfach mitbluten hier. Ja, das sind die ganzen. Das ist die Vielzahl der Bauaufträge, die ganzen Fitzel. Die sind ja auch nicht untergeordnet in irgendwie kleine und große, sondern das ist einfach nur ein Auftrag und fertig. Zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich übrigens noch auf See. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt, glaube ich, drei Folgen habe ich noch in the shoot. Werden noch veröffentlicht. Eine muss ich noch hochladen. Und diese hier natürlich noch. Und ja, nächste Woche geht's nach Hause. Yay! Look at that! Ich muss mir dieses Denglisch abgewöhnen. Ich mag das überhaupt nicht. Also ich mag es nicht. Ich finde es in Ordnung. Also ja. Ja, was ist denn noch alles hoch? Erzähle. Sprich, du hast eine Menge abzufrühstücken, zum Glück keine Wartung dabei. Und hoch ist zwei Dinge. Eine Substation und ein Umspannwerk. Hier sind wir gerade gewesen. Und diese hier. Wobei Substation und Umspannwerk wahrscheinlich ein und dasselbe ist, wo wir gerade bei Englisch-Denglisch waren.
Jawohl, es geht wieder was. Und hier geht auch was. Und du hast schon den ganzen Stahl mit. Das ist fantastisch. Und ich sehe auch mein Geld immer, wenn ich über 2 Millionen habe, dann bin ich immer hochzufrieden. Weil ich weiß, das wird nicht lange so bleiben. Und wenn ihr dieses Geräusch hört, ihr wisst, ich fasse häufig dahin an mein Headset, nur um zu prüfen, ob das Mikro auch läuft, weil ich möchte nicht wieder ein Monument bauen müssen. Den mach auch mal auf Hohe und da kann Drajoriman. Da müssen nur noch die Busse hin. Da kann Drajori ruhig mal hinfahren. Ach, er kommt schon hier. Na gut. Wie sieht es denn mit den anderen Sachen aus? Ihr habt nur noch eine. Das halte ich für ein Gerücht. Dem werden wir gleich Abhilfe schaffen. Erstmal. Wo ist der andere? Du bist hier drin. Ist hier Platz? Nein. Ja, hier ist Platz. Du kommst gerade zurück, denn einmal fliegenden Wechsel. Und wieder zurück. Und dann schauen wir mal, was wir noch für dich zu tun haben hier. Hier ist doch bestimmt noch einiges. Du bist hier durch, hier durch. Und hier kannst du drehen. Jawohl. Da habe ich nicht aufgepasst. Diese Schleife muss auch angegangen werden hier. Ja, und hier eigentlich auch. Das hier. Hier sollte es ja noch weitergehen. Nur der Vollständigkeit halber.
Ich hoffe nicht, dass mir das Abwasser hier dann nachher das Wasser verunreinigt. Also, das wäre ja fatal. Ich sehe, mein Wecker zeigt noch etwas weniger als 10 Minuten. Den ziehe ich gleich mal nach. Und dann wollen wir mal schauen, wie das bei der Rangierwerkstatt hier aussieht, bei dem Rangierbahnhof. Er dürfte doch jetzt wesentlich mehr Waggons zur Verfügung haben. Ihr seht, dass er hier jetzt seine Rutsche hier am Start hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und beim ersten Mal waren noch 10 dran, aber das ist jetzt egal, das ist nicht weiter schlimm. Hier sind die leeren Waggons. Und hier die vollen, die hat er mit. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wo er hier steckt. Sanierung. Nur noch Stahl. Ganze Menge Stahl, Alter. Na gut, 5 Tonnen. Fuhr er da gerade neben der Straße? Hast du etwa... Warst du einfach noch in der Hafenspelunke? Wollen wir nicht hoffen, ne? Da machen wir auch keine Witze drüber. So, ja. Hier drüben sind wir fertig. Ich würde sagen, da lassen wir auch drei Jori mitmachen hier. Lass drei Jori den mal bauen. Die haben zwar immer ein Ärmel voll zu tun, aber... Why not? Liegt hier Strom an, jawohl. Aber auf Biegen und Brechen ist das immer als letztes hier. Also, und hier will ich den Strom ja eigentlich haben, aber na gut, macht ihr mal nicht. Ich habe das ja so angeordnet. Ah, hier ist es. Ach, das ist die Linie wieder, genau. Stahl und Elektronik fehlt noch. Hier kommen erstmal die Leute. Jetzt mache ich mal eben mein Handy aus, bevor hier noch mehr. Da muss ich wieder ein Monument bauen. Oh, das war Peter Adamczyk, der Entwickler. Das schaue ich mir nachher an. Ich mache hier jetzt erstmal aus. Das gehört ja nämlich gerade nicht her. Das war übrigens Discord. Wenn das Video online geht, dann stelle ich mal meinen Discord-Server in die Videobeschreibung, weil die ist immer nur eine Woche gültig. Also wer dann einmal drin ist, der bleibt auch drin. Man muss sich nicht jede Woche neu anmelden. Aber der Link, der ist immer nur für eine Woche. Stelle ich rein. Laufen ein paar Leute rum, jetzt nicht die Massen, aber ist immer sehr lustig,
Und ab und an finden nette Gespräche statt und ich poste da auch mal ein paar Bilder. Und man kann auch Hilfe ersuchen. Es sind auch ein paar Spezialisten da zugegen, die dann gerne helfen. So auch ich, sofern ich Zeit habe. Was ja bei mir auch nicht immer der Fall ist. Viele Grüße übrigens dann gleich nochmal an dieser Stelle an die, wie sage ich so gerne, an die Mitfuristen. Ich liebe dieses Wort. Ja, für all die Hilfe, die ihr mir und den Neuankömmlingen angedeihen lasst, um mich mal wieder ein bisschen gewählter auszudrücken. So, jetzt müsste doch bald der Zug wieder da sein. Ich habe jetzt hier einen kleinen Schlagabtausch gemacht. Der andere ist noch nicht da. Ja, da in etwa hätte ich jetzt auch geraten. Auf ihn habe ich gewartet hier, schaut mal. Den wollen wir begleiten, da wollte ich vorhin schon mal zugeguckt haben. Bei der, wie hieß er noch hier? Badotka. Die Ernte ist auch bitte bald wieder. Jo, August. Bald rockt Timo wieder das Haus. Ja, sprach's und das erste Feld. Ja, die hier, die Streifen. Ach, die sind schon dabei. Schaut. Schaut. Die bügeln das nur so weg. Superb. Aber ich muss immer mein Auge halten auf mein Geld. So, wir verschwinden in den Tunnel, um die Forelle zu überqueren. So habe ich den Fluss mal so getauft. Wenn nicht, dann ist das von jetzt auf die Forelle zu Ehren des Kartenherstellers. Ich könnte das Stück hier rechts über die Schiene, könnte ich auch mal durchgehend zweigleisig machen. Das gehe ich ihn alle mal an. Jetzt wollen wir erstmal schauen, wie die wie der Rangiervorgang vonstatten geht. Ja, und hier wartet nur einer, nur ein Waggon. Das heißt, er wird dann warten müssen, bis der. Wie viele hast du jetzt dran hier? Das muss ich auch nochmal eben zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er hat 12 dran. Gut, er lädt jetzt ab. Das heißt, beim nächsten Mal wird der Zug nicht warten müssen,
So, er hat jetzt schon die nächste Fuhre parat, um sich dann zu beladen. So, und der Zug nutzt auch die Wendeschleife, wie ich ihm das befohlen habe. Und der wird dann auch bald noch eine Linie fahren, die dann hier unten den Bereich ausfüllen wird, um dann noch mehr Kohle dorthin zu bringen. Aber das wäre jetzt unklug, das damit jetzt schon zu beginnen, weil die Kohle muss erstmal verarbeitet werden. So, diesen einen Waggon wird er sich jetzt anhängen. Ja, dann wartet er auf die. Ja, zweimal muss er da jetzt noch hin. Das wird noch ein bisschen dauern. Das lasst doch erstmal so laufen. Das war mir von vornherein klar, dass das zeitaufwendig wird, weil ich ja sehe, wie langsam er hier belädt. Und ich will das ja auch nicht leer ziehen, weil hier ist ja wichtiger, dass hier das vollgehalten wird, um das Kraftwerk zu speisen. So, komm, mach schon mit hier. Die dürften noch alle unterwegs sein hier, ne? Auch hier wird eine Reparatur getätigt. Ach, der LT wird auch repariert. Sehr schön. Ach, hier hatte ich ja auch noch was, genau. Hier habe ich noch quer verbunden, habe ich ganz vergessen. Ja, wir sollen das machen. Können Sie doch Traktorauf hier gleich machen. Schaut her, ihr habt doch E2 und ihr habt nur einen Beauftrag. Dann machst du das mal mit hier. Hätte ich schon längst dran denken können. Gleich ist es wieder soweit wahrscheinlich. Wo soll er zuerst lang bauen? Wenn er jetzt hier kommt, dann kann er doch. Ja, dann soll er die Brücke zuerst machen. Genau. Dann macht das mal auf hohe. Das kann auch mittlere bleiben. Wenn der sich jetzt hier runter baut, dann kann der hier links hochbauen. Und der andere wird dann hier anknüpfen. Und dann sehen wir weiter. Ja, auch in Drajori ist die Ernte. Hopsa, diesmal habe ich aufgepasst. Diesmal ist auch die Ernte in Drajori. Das heißt diesmal. Die ist natürlich losgegangen. Nicht nur diesmal. Ach, Stichwort. Ja, hier wollte ich nochmal eben gucken.
Ich wollte euch noch was zeigen, und zwar, ja, lass ruhig laufen. Ich habe das Flugfeld noch so ein bisschen, hatte ich ja letzte Folge. Ich hätte ein bisschen weitergemacht, ist ein bisschen Fummelei hier mit den Steinen. Ich glaube, ich hatte letzte Folge schon gefragt, ob ich das so lassen soll oder nicht. Erstmal lasse ich es so. Ja, das scheint ein bisschen durch noch. Und dann, das kann ich ja jederzeit löschen oder nicht. Und dann schauen wir da weiter. Ach so, ich wollte nach Essen wollte ich gucken, genau. Es war doch eben ein bisschen wenig mit 30. Ja, hält sich aber. Ja, die paffen gut das weg hier. Die paffen gut was weg. Mach mir doch endlich Strom hier. Ah ja, gut, dass wir den mitgenommen haben hier. Jetzt warten wir mal kurz, bis er zurück ist, damit er dann diesen hier anfangen kann. Und anschließend kümmern wir uns hier um diesen Tunnel hier. Hat die da ein Signal drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das war ein Element. Genau. Ich will es auch nochmal komplett zeigen. Hier kann man reinkommen in die Schleife hinein. Es gabelt sich hier, geht zweigleisig durch diesen Müllplatz. Dort kann man hier rechts weg und als auch unter das Gebäude weg. Und das geht dann wieder hier rein. So ist der Gedanke. So, ein Zug wartet zu lange. Aha. Warum wartest du zu lange? Warum wartest du so lange? Du hast grün, wie ich sehe. Chain, hier. Du willst wohl hier durch. Kannst du doch alles. Ist hier wer drin? Ja. Wir warten mal kurz, bis er hier raus ist. Wundert mich gerade. Soll ja mal rein eben.
Das muss ich mir eh nochmal anschauen, damit das lila Stück hier. Das werde ich wohl noch verändern, die Signale. Bisher habe ich das so gehalten, dass ich dieses lilane Stück hier komplett freigehalten habe. Aber es sind ja ein paar Abgänge. 1, 2, 3 an der Zahl. Und die sollen eben ja getätigt werden. Das knüpfe ich mir dann nochmal vor. Das mache ich dann auch off-cam. So, einmal umgedreht. Oh ja, den Bauschutt hat er jetzt hier abgefrühstückt. Da steht er auch und wartet. Sehr schön. Brav. Da kommt doch wieder eine Gondel. In Ordnung. Ich schaue mir das gleich an. Ich werde es hier sicher gehen, dass unser Kamerad hier verschwindet gleich. Er ist schon wieder los, um sich die nächste Ladung zu holen hier. Gedacht hier, dass er hier noch zickt. Ja, wo fährst du lang? Willst du noch drehen oder willst du raus? Ah, siehst du. Wieso holt er hier? Hä? Hat er jetzt eben hier Müll abgeholt, also Schrott? Sei es drum. So, du bist verschwunden, alles klar. Die Signale schaue ich mir, wie gesagt, ein andermal an. So, hier ist das. Hat noch kein Trinkwasser, das ist aber auch nicht weiter schlimm.
Halt. Ach so, da war doch gerade ein Brand. Gebäude hat keinen Strom. Schon längst fertig sein können hier, Freunde. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Stromleitungen angeschlossen, nämlich hier. Hat sich soweit wieder normalisiert. Ja, normalisiert, das ist etwas geprahlt. Jetzt habe ich selber der Sanierung begonnen hier. Ja. Also wenn hier, ich sehe, dass der hier überlastet ist. Also der hier ist rot. Der hier, der Kopf von hier. Kopf von hier. Ja, das bedeutet nichts weiter als hier kann nichts mehr hin. Da hinten hatte ich auch keinen mehr. Aber hier hatte ich noch Starkstrom. Hier. Das heißt, dann kann ich hier noch was hinlegen, um das zu unterstützen. Jetzt sind ja natürlich ein paar Abnehmer dazugekommen. Und ja, dann werde ich mir, da lege ich noch was hin hier.
So, jetzt habe ich die Brücke nicht fertig. Jetzt hätte ich gerne gewusst. Ja, Trinkwasser wird da nicht hinreichen. Glaube ich nicht. Hier bist du. Du bist auf 3,5. Gerade so nicht. Mit der Brücke würde ich wahrscheinlich hinkommen. Dann machen wir das mal hier auf hohe. So. Und so wie hier Wasser ist, ich will da jetzt die Leute nicht hinschicken, wenn die kein Wasser haben. Ich lasse sie hier nicht leiden, die armen Leute. Nix da. Und auch Abwasser. Ja, Müll kann ich jetzt noch gar nicht feststellen hier, weil hier wohnen noch keine Leute. Das sind fantastische Nachrichten. Hast du auch den. Ach, der, guck mal, er ist ja schon durch. Strakorov hat sich das schon angenommen hier. Prima, 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 prima. Denn nur noch das Stück hier runter. Er baut ja hier lang. Ja, Sahne. Dann kann, wenn das durch ist, dann kann Strakorov hier das rechte Gleis weiterbauen, die lange Brücke, dass wir dann hier hinten anschließen können. Tonnen Stahl. Ja, das wird auch noch mal spaßig werden. Gut. 28. August. Das soll unser Speicherpunkt sein. Wo speichern wir ab? Ich würde sagen, hier hinten bei der Kohle, Verarbeitung in Jawohle. Weil hier soll es bald möglichst. Oder bei der Brücke. Nee, hier bei der Brücke. Die ist jetzt als nächstes fällig. Wenn die durch ist, dann jage ich entweder einen Bus hin oder einen Zug, hier Leute hinzubringen, dass wir Kohle herstellen werden. Das soll nächste Folge angehen. Und ja. Und noch so dies und das und jedes. Alles klar. Freunde, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Speicherpunkt A. Alles klar, haben wir's im Sack. Bis dahin.